Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Ja, dann schauen wir uns doch mal auf diesem fröhlichen Wintersternfest um. Winterstern. Noch erstmal drauf kommen. An den Kisten können wir nicht rumwohnen, wir können kaum in die noch nicht mal in die Häuser hineingehen, okay. Auch nicht so schlimm. Ja, gibt auf jeden Fall viel zu essen. Dann wollen wir uns doch gleich auch mal mit allen unterhalten. Okay. Fangen wir doch am besten im Norden an. Da geht es nicht mehr weiter. Hallo Mani. Mani. Mani, du bist unsere erste Kandidatin. Ah, willkommen auf dem Fest des Wintersterns. Ja, danke schön. Hallo Luis. Ja, heute ist die Zeit, um dankbar zu sein. Dankbar zu sein für das, was das Jahr uns gebracht hat an Glück. Also dir und mir und vielleicht auch den anderen und so, ja? Vergiss doch mal einfach deine Sorgen und so, ja? Und entspann dich ein bisschen. Für diesen einen Tag zumindest. Ja klar, Luis, mach ich. Auch was unter den Bäumen abstauben. Ah, hallo Jess, hab ich gar nicht erkannt. Oh, Geschenke! Ja, Jess, wenn das das Einzige ist, was dich an dem heutigen Tag interessiert. Hallo Pam! Ich bin immer noch ein bisschen verstimmt, weil ich den Eisangelwettbewerb nicht gewonnen habe. Ja, tut mir leid. Und dann habe ich auch noch den großen Preis, nämlich die Mütze auf dem Kopf. Ja, dann ist mir klar, dass sie immer noch verstimmt ist. Hallo, Penny. Was für ein schöner Baum. Ja, Penny, da hast du recht. Da hinten der Baum ist recht schön geschmückt. Was haben wir denn hier? Marlon. Hallo, schönen Nachmittag. Ja, Nachmittag jetzt schon? Really? Ja, möchtest du die Legende des Wintersterns hören? Ja. Ja, will ich. In der Nacht. Als in der Nacht im Nachthimmel des Winters, da war ein heller Stern, der nur vom Tal aus gesehen werden konnte. Niemand weiß, warum das so ist. Aber als die Zeit, in der Zeit, als die alten Leute von weit hergekommen sind und wie war das jetzt? Aber in Zeiten, als die Leute von weit her kamen, um ihn zu sehen, war das halt so, ne? Sie glaubten, jeder, der es schaffte, den Winterstern zu erblicken, sei gesegnet und würde viel, viel Glück erfahren. Manche erzählten, dass es eine mysteriöse Frucht, bekannt als Stardrop, auf uns herunter mit ihm in Verbindung stand. Mit dem Winterstern natürlich, auf irgendeine Weise. Also wer den Stardrop selber hat, kann also mit dem Winterstern in Verbindung treten. Schön. Das ist eine schöne Geschichte. Hey, Linus. Hallo. Ich bin zwar da hergekommen, aber ich glaube nicht, dass sie mich wirklich hier haben wollen.
Ach, Linus, es ist halt eben Wintersternstag. Da ist jeder willkommen. So, Robin. Ja, Winter, du bist natürlich willkommen, unseren Familientisch zu besuchen, wenn du Gesellschaft haben möchtest. Ja, Zeit mit der Familie zu verbringen, ist manchmal ziemlich ermüdend. Ja, das ist manchmal wirklich so. Hallo, Winter. Ja, hallo, Maru. Demetrius, hallo. Vielleicht habe ich noch ein anderes Werkzeug, was ich dieses Jahr ausprobieren bekommen könnte oder so. Ja, okay. Hallo, Vincent ist das. Können wir jetzt endlich die Geschenke öffnen? Nein, Vincent, du wirst noch ein paar Minuten warten müssen, bis ich mit den anderen auch gesprochen habe. Sam müsstest du sein. Ah, ich bin so dankbar für meine Gitarre und mein Skateboard. Oh, und meine Familie. Natürlich, ja. Hallo, Jody. Das ist keine gute Zeit für eine keine gute Zeit im Jahr für eine Diät. Ja, das glaube ich dir. Das geht mir auch jedes Jahr so. Was haben wir denn da nochmal? Das ist Haley. Haley? Ich hoffe, ich bekomme eine neue Kamera für unter dem Geschenkebaum. Und Emily. Winter, was hoffst du denn unter deinem neuen Baum zu finden? Ja, ich könnte natürlich sagen, ein Trog mit würzigem Fleisch, ein paar neue Stiefel. Ah, sie muss mich wahrscheinlich beschenken, deshalb fragt sie nach. Oder eine neue Wasserkanne. Ja, jetzt nicht mehr, weil ich habe ja schon die goldene Wasserkanne. Ich glaube, wohl doch, wenn die mir jetzt wirklich die Iridium-Wasserkanne geben könnte, ne, das wäre schon faszinierend. Aber ich glaube, ich nehme das gewürzte Miet. Ich nehme das. Oh, das klingt toll. Stell sicher, dass ich auch mal probieren darf. Ja, okay. Ja, hier den habe ich noch nicht. Oh, hallo. Ja, Alex, kommt in den Stimmbruch, der arme Bub. Oh mei. Hast du nicht kalt, Liebling? Es friert doch. Ach ja, Evelyn, so kalt ist es hier draußen nicht. Hey, George. ja. Ein Fest. Nein, das ist ja George. Entschuldigung. Ein Fest für einen blöden Stern? Humbug. Ja, das ist Ebenezers George. Oder George Scrooge, wie auch immer. Bestimmt noch mehr Leute hier, die irgendwo im Außenfeld rumlaufen. Habe ich den Zauberer schon gesehen? Nein. Eines, wo ist ein Zauberer versteckt? Da haben sie zugemacht, das war klar. Da ist auch zugemacht worden. Hier haben sie auch alles abgeschriegelt und Zauberer? Vielleicht habe ich noch irgendwo anders übersehen. Oder er feiert nicht gern mit uns. Gus hat mir gerade eben über seine Artisan Handy Paints
Also irgendwelche Artisane Süßigkeiten-Dose erzählt. Ja. Ich glaube, ich hatte zu viel Cinnamon Nook. Also irgendwelchen Eierlikör. Es ist eine wundervolle Kunst, Süßigkeitsdosen zu machen. Du kannst wirklich nah und fern suchen für die besten Ingredienzien. Die sind natürlich nicht leicht zu bekommen in diesen Tagen. Ja, das glaube ich dir. Ich benutze normalerweise Pern Island Ringfrüchte für meine Premium-Cans. Weißt du? Du kannst dieses helle rote, die helle rote Farbe nicht übertreffen. Es ist alles natürlich, ja, alles aus von Natur aus gewachsen und so. Oh, du möchtest natürlich das Geheimnis von meinen Luxus-Doppelcanes erfahren. Aber du musst. Okay, aber du musst versprechen, dass du es absolut geheim hältst. Whisper, whisper, whisper. Das ist natürlich ein Tropfen Vanille in die weiße. Süßigkeit. Und abgerundet mit einer Kirsch. Und einem Kirschgeschmack. Natürlich, die Pfefferminz-Candies sind Standard. Und natürlich mache ich gesunde Batch, gesunde, keine Ahnung, was auch immer, aus denen genauso gut, ja? Ja, sehr schön. Ja, die Fachbegriffe hier fehlen mir einfach. Hey, du siehst ja aus, als würdest du gleich einschlafen. Bist du in Ordnung? Ja, nee, ich brauche Süßigkeiten. Hallo, Elliot. Was? Hallo, Winter. Es ist gemütlich, oder nicht? Ah, zum Clint komme ich zum Schluss. Was noch, die Abby? Es ist nichts wie eine Pfeife hotten heißen Fests an einem kalten Wintertag. Was? Ne, ich verstehe manches nicht. Hallo, HW. Ah, ich bin so dankbar, dass es keinen medizinischen Notfall dieses Jahr gab. Naja, lass es mal so dahingestellt. Yeah. Meine Verkäufe sind phänomenal gelaufen. Dank des Fests für den Winterstern, ja. Hey Junge, Ferien sind gut fürs Geschäft. Ich frage mich, ob ich ein paar neue Ferien einführen könnte. Ja, geschäftstüchtig. Caroline! Oh, ich habe viel zu viel Nock getrunken. Oh ja, den Likör. Shane? Ich habe ein paar Leute getroffen, die an den Geist und an Magie glauben. Aber ich... ich sehe nichts, das nicht wissenschaftlich erklären könnte, ja.
Ja, ich gebe Clint jetzt mal sein geheimes Geschenk. Was habe ich für ihn mitgebracht? Ein Jadestück. Oh, du bist also. Oh, eine Jade. Dankeschön. Jetzt sieht er doch nicht so glücklich aus. Ich glaube, ich habe ihm schon zu viel Jade mitgebracht. Robin! Hey Wenda, ich bin dein geheimer Geschenkebringer dieses Jahr. Ja, öffne mal. Da bin ich mal gespannt. Ui, 25 Hartholz. Das ist nicht schlecht. Danke, Schreinermädchen. Das ist nicht viel, aber ich hoffe, du magst es. Ja, also ich finde 25 Hartholz eigentlich gar nicht schlecht. Damit kann ich ordentlich was bauen. Muss nur noch rausfinden, was. So, kann ich noch mit jemandem sprechen? Nein. Sieht nicht so aus. Wo ist der Magier? Der hat sich immer noch nicht sehen lassen oder gezeigt. Oder auch zeigen wollen. Das hätte auch funktioniert. Macht es vielleicht viel einfacher, wenn man weiß, was man sagen soll. Ist ein bisschen schade. Ich kann mit keinem mehr plaudern. Ich kann auch keinem irgendwelche anderen Sachen geben. War es das wirklich schon? Mehr gibt es von diesem schönen Fest leider nicht mehr zu sehen. Ich bin enttäuscht. Gut. Lässt sich nicht ändern. Dann würde ich sagen, wenn keiner mehr mit mir spricht und ich hier auch nichts mehr mitnehmen kann, weil es keine Jagd den Stern fest gibt oder so. Ja, ich würde mal gehen, weil ich wüsste nicht, was ich jetzt noch machen könnte. Wir haben Wein produziert. Das ist doch mal. Nein! Könnte ich doch. So. So ist besser. Was können wir denn noch machen? Wir haben noch so viel Energie übrig und nur so wenig Zeit. Die Dinger reingelegt? Ja, habe ich. Ein Stein ist auch fertig geworden. Ich sortiere mal noch das ganze Inventar ein bisschen. Wenn ich sowieso schon noch Zeit übrig habe, dann sollte ich das auch mal machen. Große Milch habe ich. Die könnte ich. Dann habe ich noch kleine Milch. Die kann ich verkaufen. Hartholz. Dem. Geht die gar nicht rein. Gehört nebendran, oder? Zumindest Lehm. Eigentlich Hartholz auch. Wieso habe ich hier keinen Platz mehr? Hartholz rein. Steine. Hier auch keinen Platz mehr für. Mein ganzer Platz hin, das ist doch. Ach, das Holz gehört gar nicht hier rein. Oder wie? Holz mal rüber, den Lehm, das da. Aber eigentlich gehört es hier rein, weil das ist ja meine Baukiste. Das sollte ich eigentlich beibehalten. Ah, ich weiß, dass hier nicht reingehört. Das gehört hier nicht rein. Dann kann nämlich der ganze andere Kram wieder auf die andere Seite wechseln. Und hier könnte ich diese Schwimmer reinmachen. Das hat auch gleich viel mehr Sinn. Kurz überlegen. Die Milch kann ich verkaufen. Da kann ich auch eine verkaufen. Der Rest geht an die Unimons. Die gierigen kleinen. Davon auch eins weg.
Wein natürlich dazu. Okay, und hier können wir dann die Steine ins Holz reinwerfen. Gut, gut. Eier können auch noch in den Kühlschrank. Ei. Winterroot. Winterroot, kann ich da irgendwas anderes rausnehmen, was ich dann nicht mehr brauche? Ich habe auch keinen Reis mehr. Milch will ich ja weglegen. Eieiei. So ein Durcheinander. Habe ich hier irgendwas doppelt und dreifach drin? Ja, Eier. Weiß ich auch jetzt genau, was ich mache. Hab ja noch ein bisschen Zeit. Also im Eilmarsch machen wir uns jetzt Mayo. Kann nicht so lange dauern. Und nachher können wir... oh, Milch. Milch könnte ich hier noch in die Käsemacherei schieben. Morgen. Morgen ist das dann dran. Eine Milch müssten wir ja... Müssen wir ja noch den Unimons geben. Puh, haben wir noch viel vor. Oh ja, hier, das könnte ich auch noch weghacken. Oh Gott, der Baum ja noch irgendwie... in den Weg oder so. Sehr schön. Alles eingesammelt. Mayo wird nicht rechtzeitig fertig. Sei es drum. Kümmern wir uns dann morgen drum. Die ganze Nacht kann das Ding laufen. Dann ist es auf jeden Fall fertig. Perfekt. Bringt denn die Milch so 100 oder 150? Das ist gar nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. So, Clint hat Geburtstag. Der kriegt noch mal ein Jadestück. Wird denn das Wetter morgen? Nee, wer hätte es nicht anders gedacht. Und die Geister sind uns wohlgesonnen und wollen uns etwas mehr Glück spendieren. Zum Beispiel mit dem Mayo. Nein! So. Kümmern wir uns erstmal um die Hühner. Hey, ihr Hühner, ihr habt ja gar nichts gefressen. Warum denn nicht? Ihr auch nicht. Ich bin beunruhigt. Meine Tiere fressen nicht mehr. Meine Kühe sind trocken gelaufen. Ja, okay. Gut. Heute wollen sie keine Milch geben. Dann ist die mal so. So, die Eier legen wir noch nach oben. Können wir nämlich
Wenn wir zurückkommen von woanders, können wir die Eier nochmal reinwerfen. Lieber Winter, ich möchte einen Fisch auflaufen, einen Brei, einen Fischbrei machen. Aber ich brauche den Albacore. Ich weiß, die sind jetzt außerhalb der Saison. Es tut mir leid, aber über die kurzfristige Nachricht. Könntest du für mich doch noch einfangen? Ja, ich werde das mal probieren. Wenn möglich, mache ich das. Ja, einmal Albacore. Könnte schwierig werden. Da, Würmer! Okay, damit geht's besser. Lesewerk. Sehr schön. Sehr gut, wir haben ein neues Buch gefunden. Ansonsten dümpelt hier erstmal nichts rum. So, Plan. Wir brauchen einen Plan. Also als erstes würde ich sagen... Räume ich mal weg, was ich aktuell nicht brauche, wie Holz. Sepp. Die Eier kommen in den Kühlschrank. Nee, kommen sie nicht. Die kommen jetzt gleich in die Mayo-Maschine. Dioden nehme ich mit. Die kann uns dann der Clint zerkloppen, während wir ihm auflauern und... Oh, Backe, wir haben dem 9 oder 8 Jade gegeben, dem... Ha, hei, hei und jei. Ich dachte, ich würde ihm nur eine Jade geben. Zum Wintersternfest. Ich habe... Ach du meine Güte. Meine komplette Jade-Reserve habe ich dem mitgegeben. Ich gebe ihm einen Erdkristall mit, hä? Wie wär's so als Geschenk? Ja. Ja, ich glaube, das mache ich mal so. Dann lasse ich ihn danach Geoden kloppen. Das Stahlachs könnte ich eine Goldaxt vielleicht auch irgendwann mal noch machen. Ja, die Hacke könnte ich vielleicht auch noch aufwerten. Gar nicht so einfach. Jetzt das richtige Geburtstagsgeschenk finden. Naja, kümmere ich mich erstmal um die Sachen, die ich beeinflussen kann und fahre in die Stadt. Plündere noch schnell seinen Mülleimer. Und schenk ihm was ganz Tolles, nämlich ein Erdkristall. Hoffentlich freut er sich ein bisschen. Oh, das für meinen Geburtstag? Mag es, danke. Das ist schön. Ja, er ist nicht ganz so happy, wie ich es mit der Jade wahrscheinlich geschafft hätte. Aber immerhin. Immerhin. Wollen wir noch ein paar Geoden kloppen? Eisen. Das hat's jetzt gebracht. Kupfer. Das wird immer besser. Okay, Kohle. An Edelsteinen haben wir jetzt einen richtigen Lauf. Jetzt noch ein bisschen Leben dazu. Perfekt. Sehe ich das schon? Opiment, ja, Steine noch. Wundervoll. Ich bedanke mich, Clint. Du kannst ja nichts dafür, was da drin war. Naja. Vielleicht können wir ihm noch irgendwas spenden von dem Kram. Nein, können wir nicht.
Und er scheucht uns gleich wieder raus vor die Tür. Er will nichts mit uns zu tun haben, solange wir ihm nichts spenden. Sehr nett. Hier jetzt mal eine Fische raussuchen. Ja, ich habe Fische irgendwo in den Körbchen. Und mein erstes Öl ist fertig. Wo? Bist du wohl? Dankeschön. Jawohl. Köder rein und dann können wir uns ums Öl kümmern. Ah. So, das wäre auch erledigt. Einmal Öl ernten. Oh, der Käse macht noch da. Ja, Käse! So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich alles fertig kriege. Und das ist sogar guter Käse. Haben da was richtig gut gemacht. Jetzt haben wir Käse, wir haben Öl, wir haben... Irgendwas hatten wir noch dabei, Milch. Eine Milchkanne hatten wir dabei. Uiuiui. Ich glaube, das meiste kommt da rein. Nein! Nicht den Nein! Ach, verdammt! Ich... Dummling. Gut, Käse hätte hier nicht reingepasst, aber Grümpf. Okay, was haben wir hier noch? Hier fehlt alles. Das ist okay. Ja, hier hätte ich den Käse loswerden können. Einmal normalen Käse. Trüffelöl. Ich bräuchte Trüffel, dafür bräuchte ich Äpfel. Ja, das kriegen wir dann im Frühjahr vielleicht noch ein bisschen was davon fertig. Das wäre ganz schön. Da müssen wir unseren Coop ausbauen. Da können wir Enten reinstopfen. Das wird dann auch eine der nächsten Aktionen werden. Glaube ich mal. Naja, Kupfer, immerhin. So, und die Zeit ist eigentlich auch schon wieder durch. Also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.